Der Druide ist so genial, dass ich mir gleich mal einen neuen auf einem neuen Server erstellt habe. Und wir reden hier natürlich von Server 42. 42. 42. Ja, als sagst du, geht es besser. Alrighty, dann damit herzlich willkommen zurück. Ich kann heute einfach nicht reden. Zu Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und wir sind natürlich auf S42. Ich habe ja gesagt, dass ich auf jeden Fall den Start mitnehme. Und wir haben es Gott sei Dank auch geschafft, in die Gilde zu kommen, wo ich rein wollte, in Deep Thought. Aber so viel dazu. Ich bin ein Druide und ich bin Dämon. Weil ich erst dachte, das ist die einzige Rasse, die halt mit D anfängt. Stimmt ja gar nicht. Aber ich bin jetzt eigentlich trotzdem Dämon geworden. Denn letztendlich hat der Druide auch die Hörner auf seinem Tablet oder was immer das ist. Und das passt halt einfach zum Dämonen natürlich besser. Ich bin der freundliche Dämonen-Druide aus eurer Nachbarschaft. Und gemeinsam werden wir mal schauen, was auf S42 so losgeht. Und ich werde euch natürlich meinen Weg auch so ein bisschen mit begleiten. Auch wenn es nicht so exzessiv ausfallen wird wie auf S41, kann ich schon mal versprechen. Ich habe eigentlich ein anderes Ziel. Und ich bin übrigens auch nicht der Druide, der den Zaubertrank herstellt. Dankeschön. Aber erstmal grüßen wir ein paar Leute aus der Gilde. Bombay möchte explizit gegrüßt werden als Bombay S41 Demonhunter Statussymbol, der der beste Mage auf S42 wird, zumindest in den Top 50. Und er labert nicht, weil er ballert nicht. Das sind viele L's und viele B's, wir werden sehen, was passiert. Wir grüßen auch noch, wen darf ich noch grüßen hier? Warte mal, den Wilhelm Tell, den Krassassin Nummer 2. Eigentlich ist er krasser Szene Nummer 3, weil Schül ist ja noch ja, sehr nah an mir dran sozusagen. Und da ist halt Nummer 2 und Radfahrer Tom, der freundliche Biker von der Nachbarschaft, betitelt. Ja, Deep Thought, eine Gilde, gegründet um Seraphim. Ein Spieler, den ich durch S41 erst richtig kennengelernt habe, auch wenn wir nur hin und wieder in Discord mal schreiben oder so. Aber ja, ich sehr, sehr mag eigentlich und deshalb gesagt habe, ja, bei der Gilde mache ich mit. Und hier sind viele bekannte Namen von S41. Aber das soll jetzt nicht die krasseste Gilde sein. Das soll ein chilliger Modus sein. Deshalb, hier gibt es erstmal keinen Druck und wir gucken mal, was geht. Und ich bin froh, dass ich jetzt so losspielen kann und wir wollen gleich mal anfangen. Was machen wir zu Beginn als Druide? Ziel ist es natürlich, wie auch überall, Level 10 zu werden. Und dafür habe ich mir schon das Starterpaket gegönnt, damit wir halt auch gleich den Gildenausbau hochgepusht haben auf... warum sind denn die Sounds hier so laut, meine lieben Schollis? Also... Ihr hört es dann eh ein bisschen anders, aber für mich ist es aktuell noch laut, muss ich mal gucken, weil ich nämlich zum ersten Mal Firefox benutze und nicht Google Chrome. Und wir werden hier die große Frage klären, wollen wir den Ausdauertrank auf der linken Seite haben, den Lebenstrank, oder wollen wir ihn auf der rechten Seite haben? Und ich habe ihn meistens auf der rechten Seite. Ich möchte hier mit dem Druiden wirklich mal was Neues machen. Ich möchte ihn auf der linken Seite haben und deshalb werde ich mir jetzt erstmal entsprechend die anderen Tränke holen. Ne, warte mal. Habe ich den immer auf der linken Seite oder habe ich den auf der rechten? Bin ich jetzt doof? Verdammt, nein, ich habe den immer auf der rechten. Also auf S41 habe ich den Safe Call auf der rechten. Warte mal, Leute, das muss ich mir jetzt angucken. Wenn ich den jetzt als erstes reinnehme, ist er doch links. Ja, dann ist er links. Okay, dann... Oh, Sanduhren. 10 Sanduhren, ein Goldisch. Hole ich mir gleich. Auf S1 habe ich Sanduhren geblättert. Da habe ich in 50 Blättereien keine Sanduhr gefunden. Ich werde den nochmal aufheben jetzt hier. Also das macht ihr bitte nicht mit eurem Char. Ich will den Lebenstrank links haben. So, nicht wie auf S41 rechts. Deshalb blättern, blättern, blättern. Jawohl, Intrank haben wir schon bekommen. Der kommt natürlich als nächstes rein. Und, Alter, nochmal 10 Sanduhren. Was ist das für ein Server? Das ist der Sanduhren-Server. Ich habe auch gleich noch einen Lebenstrank bekommen hier. Heiliges Blechle, wollte ich schon sagen. Aber das sagt jemand anders. Wie viel Sanduhren kriegen wir? Ich brauche nur noch einen Ausdauertrank, Leute. Ausdauer. Let's go. Alles klar. Perfekt. So, Vorbereitung auf jeden Fall schon mal erledigt. Der Boost knallt richtig rein. Und jetzt werden wir mal auf Level 10 kommen, Leute. Was willst du?
So, da sind wir. Frisch auf Level 10. Ich muss sagen, die Maske, ja, die passt zu dem Mund. Naja, es geht, ne? Aber könnte auch ein bisschen anders sein. Vielleicht müssen wir uns einen neuen Mund erstellen. Das werden wir jetzt erstmal. Das sind die wichtigen Fragen, die man sich als Druide klärt. Wobei man fast denken könnte, dass es einfach zusammengehört. Aber die Zähne haben halt unterschiedliche Farben, was dann nicht so nice ist mit den Hörnern. Wir gucken mal. Können wir das vielleicht nochmal anpassen mit dem Mund möglicherweise? Eigentlich sieht's kacke aus. Aber so passt es mit der Maske dann doch besser. Zumindest mit der Bärenmaske. Für diesen Char. So haben wir das uns ganz gut gehört. Vielleicht muss ich die Hörner auch nochmal ändern. Aber was kommt jetzt? Wir haben jetzt Gold. Und was wichtig ist, ist auf jeden Fall in erster Linie mal ein bisschen das Sammelalbum blättern. Und mal gucken, wie häufig wir blättern wollen. Es ist gerade 22 Uhr. Dankeschön, Fidget, dass du mich darauf hingewiesen hast. Dreimal geblättert. Perfekt. So. Schön. Und gleich nochmal 10 Sanduhren. Ey, Bruder, ich freue mich riesig über die Sanduhren. Ohne Witz, ey. Das ist so viel wert am Anfang, bis man durch die Zusatzpakete die Sanduhren kaufen kann. Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig, wenn man halt nicht die Happy Hour spielen will. Und es kann sein, dass ich das jetzt ein paar Tage bald nicht schaffe. Und da sind Sanduhren perfekt, Leute. Perfekt. So, wenn wir das Sammelalbum jetzt haben, dann gilt es natürlich, dieses zu füllen. Und das mache ich jetzt quasi nicht mehr im Zeitraffer, sondern ich werde dann nochmal ein Update mit reinschneiden, gucken, wie sich der Char definitiv entwickelt und wie es dann auf dem Server so aussieht. Das wird ganz interessant sein. Und ja, I'm sweating. I'm really sweating. No! Ja, und es ist auch wichtig, dass man die Tränke aktualisiert, sobald man kann. Also mit Stufe 14 kann man definitiv schon die mittleren Tränke finden. Das ist auch ganz wichtig. Zwischendurch haben wir halt nur ein bisschen gefarmt und ein bisschen Sammelalbum gemacht. Ich werde es nicht so exzessiv spielen, ja, 21%. Also ich glaube, am Ende von Tag 1, wenn man da bei 40% ist, ist es auf jeden Fall ein guter Wert. Und ja, ich guck mal, dass ich vielleicht auf 30 oder so dann komme, dann am Ende des Tages, wenn ich einfach ein bisschen ein paar Random-Angriffe mache. Leider habe ich schon einen großen Ausdauertrank überblättert gehabt. Den hätte ich schon haben können. Da habe ich einfach nicht drauf geachtet. Deshalb zwinge ich mich jetzt die ganze Zeit mit euch zu reden, währenddessen wir für diesen Tag diese Geschichte hier suchen. Oh, ein Lebensrang nur für Gold. Schön, aber brauche ich nicht. Und ja, die Sanduhren sind jetzt natürlich viel teurer. Das lohnt sich dann fast gar nicht mehr. Ach, come on, please. Give me so einen Ausdauertrank. 30 Gold für Sanduhren, das ist, ja, an sich ist es denkbar. Wir brauchen das Gold halt auch für, ja, alles andere, würde ich mal sagen. Deshalb, ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie teuer die großen Tränke sind. Ich glaube, das wären unter 20 Gold, sodass ich hätte mir einmal Sanduhren kaufen können. Aber wir brauchen, ja, 9 Gold kostet das. Dann hole ich mir nochmal einmal diesen 10er Stack und dann sind wir auf jeden Fall happy. Also das ist nice. Ich habe mittlerweile fast die Vermutung, dass es am Epic-Event liegt, dass auch Sanduhren häufiger kommen, weil auf S1 habe ich wirklich sehr viel geblättert außerhalb einer Aktion und es kamen keine Sanduhren. Und ja, möglicherweise ist das genau das Thema. So häufig wie die kommen, muss das an dem Event liegen. Ey. Und ach, come on, ich habe einen blöden Ausdauertrank überblättert. Ach, es ist ärgerlich, ey. Ich könnte ja auch noch Alu spielen und noch 15 kommen, aber komm schon, Leute, fürs Video. So, ich probier's noch 50 Mal. So wird das ganze Video nur noch zum Tränkeblättern hier abused. Aber das ist sinnvoll, weil man dann natürlich in der Ehrenhalle besser dasteht. Man kann Fights Ehren gewinnen, man kann dadurch besser Gold farmen. Man kann Dungeons auch Ehren schaffen, das kann relevant sein. Man muss ja so viel Alu wie möglich aufsparen. Nice, endlich haben wir ihn. Sehr gut, danke.
wir sind bei 0 Uhr und ich werde lustigerweise auch gerade nicht abgefarmt, obwohl es eigentlich sehr sinnvoll wäre, mich abzufarmen, weil ich viel Gold habe. An jedem Ende des Tages habt ihr hoffentlich das Glücksrad gemacht, spätestens, was kann nämlich ganz entscheidend sein für 1-2 Level auf jeden Fall. Genauso wie natürlich auch Arena-Köpfe zu machen, das bringt auch ein bisschen EP. Ich bin jetzt hier auf Stufe 25, das war mein Ziel, dass ich die Festung jetzt freischalte. Und damit kann ich mir nämlich jetzt gleich das Festungspaket holen. Ja, das werde ich gleich im Anschluss des Videos erledigen, damit wir hier Ressourcen bekommen können und die Festung ein bisschen hoch machen können. Das war das Ziel und das haben wir auf jeden Fall auch erreicht. Und ja, wir haben ein paar Dungeons gemacht. Ich habe jetzt bisher 3 Dungeon Epics bekommen. 2 davon sind noch relativ frisch. Den Ring, ja, den müsste ich wahrscheinlich bald schon wieder auswechseln. Fette Ausdauerwaffe, bin sehr stark auf Ausdauer getrimmt gewesen. Habe mich dann nochmal umequippt auf Intelligenz und ja, so ähnlich hat es eigentlich mit dem Assassinen bei mir sogar auch begonnen. Guck mal in die Ehrenhalle, wie es da jetzt aussieht. Also Olix war der Erste auf Stufe 30. GZ an der Stelle, er hat es geschafft als, ja, als Druide sozusagen. Bei den anderen Chars sieht es wohl nicht danach aus, dass wir einen haben, der so hochgekommen ist. Außer bei den Kundschaftern, das habe ich schon gesehen oben. Also ein Berserker nicht. Das heißt doch nicht viel. Tag 1 sagt doch gar nichts aus Marcel, aber als Kundschafter hier. Aktuell die größte Konkurrenz aus der Gilde Carpe Diem. Wir wissen natürlich noch nicht, wie krass werden einige Spieler hier losspielen wollen. Das wird sich jetzt in den nächsten 2 Tagen sehr, sehr stark zeigen. Und ja, schauen wir mal. Er hat 44,23%, er hat 45% SA, Seraphim hat fast 46%. Ja, also das sollte man auf jeden Fall haben, wenn man top unterwegs sein möchte. Wen sehen wir hier noch? Wilhelm Tell zum Beispiel als Kampfmagier, unangemessen als Krieger hier oben, CR7 als Berserker, aktuell am höchsten, Faust Supri auf 26er Level auch mit am Start. Das heißt alles noch nicht viel, aber vielleicht sind das auch Berserker hier auch noch Hold von Black Pearl, die hier vielleicht die Ehrenhalle später noch ein bisschen aufmischen wollen oder ein paar Spieler, die wir jetzt noch gar nicht hier oben sehen. Bombay als Magier ist zu erwähnen, aktuell dann doch der höchste nach dem ersten Tag, gefolgt auch unter anderem von Radfahrer, Tromm, Flederwisch und hier haben wir noch einen Kampfmagier Eisfeld dabei. Ja, das sieht schon mal okay aus. Assassinen haben wir auch dabei, hier Ryokek auch auf 26, damit hat er auch das Wichtigste für Tag 1 auf jeden Fall geschafft. Denn das Problem, warum viele Leute gar nicht viel weiter kommen können, selbst mit 30, jetzt geht's los, Marcel fängt jetzt an, hat jetzt nämlich, also keiner hat am Tag 1 den Dungeon-Schlüssel wahrscheinlich bekommen für den dritten Dungeon, sonst hätte man noch ein bisschen mehr versuchen können zu machen und richtig extrem wird es dann erst, wenn die Leute Level 50 werden. Also heute werden sie Level 30 den dritten Dungeon-Key freischalten, dann werden sie Level 40 den nächsten Dungeon-Key freischalten, dann 50 werden können mit Dungeons und so ein bisschen was dazugehört und dann geht es halt erst richtig los mit Epic Event. Na, die Spieler werden sich auch, also hier Olix zum Beispiel hat sich ja komplett schon mit Stein ausgefüllt, das hat Marcel noch gar nicht gemacht, der fängt jetzt anscheinend an sich umzuequippen, ja, er ist auch schon wieder im Level hochgestiegen, ne? Also das ist jetzt alles Tag 2, das ist nicht mehr Tag 1, aber Tag 2, ja, also die krassen Spieler sind dann locker über 100 oder annähernd 100, also weil es gibt ja den Schmied dann ab 95, der Arena-Manager 105 wäre halt ein Ziel sicherlich für die krassen Hardcore-Pilster, das halt zu schaffen, um den schon freizuschalten. Ja, Mindestziel sollte eigentlich sein, auf Level 50 zu kommen, wenn man gut pilzen will, denn ja, dann kann man im Tag 3 halt mit dem Epic-Event anfangen, auch immer noch. Aber das kann man dann eigentlich auch weiterspielen. Somit kommt man fast auf 60 und dann kann man schon fast wieder probieren, auf 70, 75 zu kommen wegen den Pets. Aber gut, Pets kann man auch auf Tag 3 machen. Also so sieht es erstmal aus. Von den Gilden sehen wir ein paar coole Namen. Wir haben also Deep Thought, die Gilde, wo ich dabei bin. Carpe Diem ist ein cooler Gildenname, vielleicht rocken die was. Black Pearl ist auf jeden Fall eine Gilde, die auch sehr vielversprechend aussieht. Apokalypse liest man hin und wieder. Dann SpaceX auch, habe ich des Häufigeren gesehen. Da ist zum Beispiel auch der Terra dabei. Ja, Terra 36% SA. Na, also das wird jetzt auch mein persönliches Ziel sein, dass ich ein bisschen SA hochmache. Also ich will so auf 40-45% wenigstens kommen, bevor ich dann auch meine Alu spiele, aber ich muss jetzt mal langsam erstmal noch ein bisschen skillen, denn sonst wäre ich hier wirklich noch abgefarmt. Also das wäre erstmal Tag 1 und
muss sagen, Druide ist wirklich sehr, sehr interessant. Gucken wir uns mal noch zum Ende hier mal was an. Ich habe mir hier einen Fight gegen Morgan gemerkt. Man sieht halt von den Werten, bin ich natürlich schlechter als er. Er hat auch von der Waffe ungefähr, haben wir den gleichen Damage gemacht. Und ja, ich überlege halt, inwiefern es interessant sein könnte, dass der Druide vielleicht in seiner Death auch abhängig ist gegen den Kampfmagier. Natürlich wird er das sein, er ist ja eine Int-Klasse. Das heißt, wenn wir jetzt gegen Kampfmagier kämpfen und wir skillen Stärke nicht, Geschick nicht, haben keine Steine, dann kriegt er natürlich mehr Damage ab. Deshalb habe ich dann auch angefangen, die Nebenattribute ein bisschen zu skillen. Das Ganze wird am Anfang nur interessant sein. Später mit den schwarzen Steinen wird es relativ irrelevant werden. Aber man sieht auch, dass ich den Fight hier nur gewonnen habe, weil ich natürlich sehr, sehr viel geblockt habe, weil ich die Fähigkeit des Kriegers hatte. Und es ist so, dass der Krieger, also der Druide als Krieger macht genauso viel Schaden wie der Krieger. Wenn die, also die Waffe, ja, ich habe jetzt eine Waffe, die hatte relativ hohen Durchschnittsschaden für mein Level. Also da habe ich ein bisschen blättern müssen. Der Faktor mal 0,44, den wir hier haben, ist der gleiche Faktor, den die Startwaffen haben. Also die Startwaffe beim Magier hat 9 Durchschnittsschaden und die Startwaffe beim Krieger hat 4 Durchschnittsschaden. Dadurch, wenn man das jetzt rechnet, 4 durch 9 sind wir bei 0,44% ungefähr. Es ist also der gleiche Faktor, das wurde quasi jetzt festgestellt. Das heißt, der Krieger ist wirklich auch so stark wie ein Krieger. Er hat eigentlich keine Schwächen. Der Druide hat seine Schwäche nur als Nicht-Krieger oder Kundschafter, weil er da nämlich nur ein abgeschwächter Magier ist. Und in den anderen beiden Klassen, also auch als Kundschafter, sieht das halt ganz anders aus. Ich kann jetzt nochmal probieren, hier einfach einen Dungeon zu machen. Vorher werden wir mal tatsächlich ein bisschen skillen. Ich werde auch nochmal gleich was in die Gilde, aber ich will wenigstens so auf 170 kommen. Dann machen wir mal 165. Und dann werden wir noch ein bisschen Gildenausbau machen erstmal. Ist ja auch wichtig, ne? Dürfen wir nicht vergessen, Gilde. Gilde steht über allem. Jetzt bin ich auf 166, das kann ich natürlich nicht so auf mir sitzen lassen. Ausbauten, was können wir machen? Wir können auf jeden Fall Lehrmeister einmal hochgehen. Und dann könnte man noch einmal auf... Ach nee, kann ich nicht. Ja, dann gucke ich mal, dass ich mir das noch schnell erfarme dann im Anschluss. Vielleicht schaffen wir ja noch einen Dungeon jetzt als Kundschafter. Also hier sind wir jetzt als Kundschafter gegen den Magier unterwegs. Das sollte eigentlich nicht so clever sein. Guck mal hier mal den christlichen Kremlin. Da sind wir als Kundschafter sicherlich stärker. Also... Mit viel Glück könnte sein, dass man sowas dann auch mal schlägt einfach. Wir können ja mal gucken, wie es aussieht. Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm, wenn er nicht fällt, aber mit ganz viel Glück würde er gehen. Ja, als Kundschafterglück würde er gehen, aber das ist, ja, zack. Ne, das habe ich ja in meinem anderen Video zu Server 1 auch gemacht. Da weiß ich nicht, wann ich mit welchen Werten ich da den grausigen Klemmenden dort geschlagen habe. Hier habe ich ihn direkt geschlagen. Das könnten wir uns gleich nochmal angucken auf meinem ersten Gameplay quasi zu dem Druiden an der Stelle. Und jetzt können wir jetzt nochmal die Maske wechseln. Jetzt habe ich auch genügend Gold auf jeden Fall erstmal für den Ausbau nochmal dazu. Und jetzt können wir schauen, ob wir auch noch den Voodoo-Meister schlagen als Krieger. Oder ob wir besser kommen sogar als Kundschafter. Das ist halt auch die Frage, weil der Kundschafter macht mehr Schaden, hat aber dafür weniger Leben. Na. Ja, und der Fail, der passieren kann, ist keine Maske auf, Leute. Am Anfang dachte ich noch, okay, ja, Alter, ist das krass. Der Fail war natürlich geplant. Also der Dungeon, der fliegt auf jeden Fall. 800 gewesen. Da will ich jetzt doch nochmal gucken, wie es als Magier, Kundschafter aussieht. Zack. Aber eigentlich sollte, da haben wir einen gleich guten Versuch gehabt. Und da haben wir sogar geschlagen. Also das, ich dachte ja, dass die Bärenmaske für die Magier am interessantesten ist, aber vielleicht macht das der Kundschafter durch den Mehrschaden auch schon wieder wett. Also, also wir wussten das ja eigentlich schon, was wir jetzt hier gesehen haben, aber es ist echt wirklich mega krass, was es da für Unterschiede gibt. Und ich bin jetzt durch diese Dungeons locker ein Level aufgestiegen und damit brauche ich weniger Alu, um auf 30 zu kommen und kann dann halt wieder mehr Abenteuer vielleicht für andere Dungeon Keys ab 40 und so bekommen. Aber das sehen wir dann erst im nächsten Part. Ich wollte gar nicht so viel jetzt noch machen. Das Video ist insgesamt relativ lang. Ich hoffe, ihr habt euch alles angeschaut. Ist mega interessant, das Gameplay zu S42. Und wir werden in den nächsten Tagen weiterschauen, wie es dort funktioniert. Haut da erstmal rein, macht da Tschüss und Servus, euer Basti. Ciao, ciao.